Hallo zusammen, das ist ab Woody Bartz. Der Woody wollte mal zeigen, was man machen kann an der Fräse. Es sind da viele Fragen immer offen, wie man sie richtig brauchen kann. Und zwar ist jetzt das doch etwas spezifisch, einfach eine Liste parallel schneiden, das ist ja keine Sache. Das ist alles eigentlich, das ist gegeben mit dem Längsanschlag, ablängen mit dem Queranschlag. Aber ich habe hier jetzt ein Brett, ein Stück Mammutbrett. Ich würde gerne für meine Drechseleisen würde ich gerne so eine Halterung machen. Und da würde ich gerne einfach aus Spass die Baumkante dran lassen. Und dann ist es schwierig, etwas parallel zu schneiden, respektive einen sauberen Schnitt zu machen. Ihr könnt eigentlich das anzeichnen mit der Linie hier, wenn ihr schneiden wollt. Und dann könnt ihr das heben und so durcheinander. Es wird aber dann einfach nicht parallel. Oder wenn jemand will, zum Beispiel so eine Epoxy, so einen River Table machen mit der Baumkante dran, einfach zum parallel schneiden, gibt es eigentlich nichts, wo man da mit dem Parallelanschlag zusammen machen kann. Oder mit dem, was man mit der Tischreissäge kauft. Ich habe mir ein 3-Eis-Board gemacht. Das sieht so aus. Da ist, sind die Microchick-Nuten drin. Das sind Zwinger von der Microchick. Gibt es beim Werkzeugladen.ch, beim Simon. Ihr seht hier, da sind so Gradnuten drin. Speziell abgestimmt auf das System von Microchick. Ich habe schon ein paar Anfragen gehabt, warum das Board, ob es das auch in verschiedenen Längen gibt. Das Thema ist ein bisschen das. Das Board ist Maximum 10 cm länger wie euer Parallel-Längsanschlag. Wenn ihr es länger macht, gibt es, ja, könnt ihr schon, kann man auch machen. Das ist nicht so eine Sache, aber von der Sicherheit, rein auf wegen dem Verkanten, ist das eigentlich das Beste. So Maximum 10 bis 15 cm, absolut 15 cm, nicht mehr länger wie der Parallelanschlag. So, ich tue das mal hier her. Jetzt habe ich hier schon angezeichnet. Ich will, dass es ungefähr parallel ist zu der Kante. Die macht zwar hier einen riesen Bogen. Ich habe hier oben schon mal angerissen. Das sind rund 12, 13 cm. Jetzt stelle ich euch mal ab, dass ihr das gescheit seht, wenn ich das hier montiere und um was es da eigentlich geht. Das 3-Eis-Board mal her, zack. Jetzt tue ich das hier hin. Mit dem gehe ich ein bisschen rein, weil die Kante da hinten, die Kante da, die fährt parallel eigentlich da am Parallelanschlag. So. Da bin ich genug weit raus, ich kann noch ein bisschen rausgehen. Ich ziehe das hier her und klemme das hier mal fest. So, muss man gar nicht fest anziehen. Moment, ich muss hier noch ein bisschen führen. Hinten habe ich nicht so viel, aber vorne habe ich genug. So. Was ihr auch hier machen könnt, zum Beispiel, wenn jemand Stabellen baut oder so, kann er auch hier. Da gibt es noch so Anschlagklötzli dazu, wo man in der Tiefe kann stellen kann, dass man immer den gleichen Winkel hat. Und dann kann man zum Beispiel auch etwas schräg aufschneiden, wo man gleich parallel am Dings, am Anschlag entlang schieben kann. Das Ganze sieht so aus. Ich fahre da her, stimmt fast. Ich kann noch ein bisschen führen. So. Auf meinen Riss, den zeichne ich hier an, den ich hier gemacht habe. Und da kann ich hier eigentlich rein sagen. Das Brett ist genug weiter weg. Zack, da hebt. Da ist jetzt eine Einheit. Da. Das ist so richtig. Da gewackelt nichts. Da klemmt nichts, wenn ich es durchstoße. Und dann zeige ich das mal in der Praxis. So, wir müssen ein bisschen die Lautstärke reduzieren. Jetzt wird es da laut. Ich muss noch die Presse einschalten. Jetzt gibt es da ein bisschen Rambazamba. He? Thank you.
Minuten habe ich da. Wunderbar, mein Tabla. Genau vom Riss, den ich eigentlich wollte abschneiden. Perfekt. Ist genau so, wie ich es wollte. Da kommt jetzt nachher die Wand, da gibt es dann noch ein paar Einsätze, ein paar Einschnitte drin, dass ich da meine Eisen hier tun kann. Und dann habe ich ein lässiges Tabla, da mache ich noch eine Holzkonsole da unten an. Und dann habe ich ein lässiges Tabla mit einer Baumkante, wo ja nicht so alltäglich ist. Mir gefällt das noch. Einfach eine Platte gerade abschneiden kann ja jeder. Und das ist etwas Spezielles. Und genau für so Sachen kann man da irrsinnig brauchen. Das 3-in-1-Board, da gibt es noch andere Sachen, wie man das kann brauchen kann. Das ist so ein bisschen zum Teil, wenn man jetzt gerne möchte, mal Schlitzzapfen machen mit der Kreissäge. Das geht auch, da muss man dann da die Schutzhauben wegnehmen. Und dann ist immer das Problem, dass man eigentlich da den Anschlag, die Höhe da, die ist einfach ein bisschen wenig. Und wenn ich da stehend will, mit einem, sagen wir so einer 30 cm hoch mit einem Friesli durchfahren, dann ist das immer ein Gagelei. Also es wird nie ein Winkel. Gefährlich ist es auch, wie wenn er verkantet, schlägt es euch zurück. Für das kann man das auch brauchen. Und zwar, um einfach die Parallelfläche in der Höhe zu erhöhen. Kann man es so hier machen. Auch wieder die Zwingen einsetzen hier. Ihr müsst hier nicht weise die fest anziehen, das hebt gut. So, da, auch wieder da rein. Dann mit der Zwinge, das ist eine spezielle von Microchick. Zack. Und jetzt habe ich hier ein wunderschön hochs Anschlägli, wo ich da hinten mit dem Stossholz gewinkeln kann, zack, Schlitzzapfen machen an der Fräse. Und sehr effizient, wenn man sie so anklemmt, kann ich sogar noch die Tiefe gut verschieben, der geht schön mit, überhaupt kein Problem, festziehen und ihr habt da richtig einen schönen, einen winkligen Anschlag, einen relativ hohen und es passiert nichts. So, und eben wie gesagt, das dritte habe ich eigentlich schon erzählt. Wenn man jetzt möchte parallel oder respektive eben nicht parallel. So. Ein Schlag auf die Seite. Nachher einfädeln. Jetzt kann man hier noch das. Ah, ja. Microchick hat auch verschiedene Sets. Da könnt ihr mal schauen. Da ist jetzt, da habe ich mir jetzt so einen Queranschlag gemacht. Von denen wird es dann auch mal noch irgendwann geben. Jetzt kann ich zum Beispiel den hier einfädeln. Als Seitenanschlag. So. Oder machen wir so. Auf die. Gehen da auf die Zwingenhöhe, macht er da fest. So. Und jetzt, angenommen, ich habe hier ein Brett, das ich immer gleich, und noch kleiner, das ich immer gleich machen will. So. Immer in der gleichen Schräge wird ablängen, dann habe ich hier den Anschlag. Da muss ich jetzt etwas knapp gehen. Oder ich hänge keine Zwinge da hinten an. Das geht auch. So, und jetzt habe ich hier wieder. Nein. Die Schräge bleibt immer gleich. Ich kann das so nehmen. Und kann das wieder mit meinem Anschlag parallel hier einschneiden und absagen. Und das Thema ist, ihr habt den Vorteil, dass ihr
immer die gleiche Schräge haben. Gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel Stabellenfüße macht oder sonst irgendwie, da ist immer das hier läuft parallel am Anschlag entlang und da habt ihr nachher, weil ihr das schräg aufgespannt habt, einen sauberen geraden Schnitt, der dann einfach euch die Schräge ergibt. Dann könnte man es theoretisch 180 Grad drehen, wieder an den Anschlag her und nochmal durchfahren und dann habt ihr einen schönen Keil. Oder ihr habt, ich mache es dann meistens so, dass es einen Keil gibt, dann lege ich es her, nochmal da und schneide es in der Mitte parallel auf. Das sind alles so Möglichkeiten, die hier entstehen. Mit Microchip und dem 3-Eisboard. Das findet ihr unter Microchip im Simon im Werkzeugladen.ch in Winterthur. Den Online-Shop. Und sonst könnt ihr ein Mail schreiben oder sonst irgendwie. Das ist eigentlich kein Problem. Da mal das zum Vorstellen, wie man das kann benutzen und anwenden. Das ist immer am einfachsten, dass man kann, einfach Sachen, die sehr individuell sind, die muss man in der Praxis brauchen, zeigen mit einem Video. Und dann kann man das nachbauen oder kann es bestellen. Das Board gibt es fertig mit einem Set, mit diesen zwei Zwingen dazu. Und ja, sehr sicher und sehr vielseitig, also zum Einsetzen. Was auch geht, wenn ihr etwas parallel schneiden, respektive schräg schneiden oder sonst irgendwie, ihr könnt das auch an Seitenanschlag anmachen. Ihr könnt das hier anmachen und könnt eigentlich, wie wenn ihr es längs macht, auch hinten die Anschlagdinger hermachen, etwas schräg aufspannen und so ablängen. Ach, ihr seht es nicht. Mich müsst ihr ja nicht sehen, ihr müsst das Board sehen. So, ihr könnt einfach das auch so quer, indem ihr etwas hier quer drauf spannt, immer gleich mit einem Anschlag. Dann müsst ihr nicht jedes Mal einen Winkelanschlag verstellen. Für jetzt spezielle Schrägen oder ihr habt zwei, drei Schrägen, die ihr nicht verstellen wollt, müsst ihr aber gleichzeitig hintereinander schneiden. Dann kann man das einmal auf dieser Seite aufspannen. Man könnte es auf dieser Seite aufspannen, denn dass man dann nachher alles kehrt. Plus, wir haben hier einen Winkelanschlag, der den Winkel noch schneidet. Also ihr könnt quasi drei unabhängige Schrägen, ohne dass ihr den Anschlag, euren Queranschlag, Ablängeranschlag verstellen müsst, könnt ihr das eigentlich auch benutzen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die können eigentlich, die Möglichkeiten entstehen dann, wenn man so ein Board hat. Und vor allem sicher, es klemmt nie, es ist fest aufgespannt, das ist eigentlich wichtig. Und es schlägt euch nicht zurück und ihr habt einen sauberen Schnitt. Das ist eigentlich die Hauptüberlegung von dem. Dass ihr auch mit allen Fingern ins Wochenende gehen könnt und aus eurer Werkstatt raus wieder. Das ist wichtig. Das von mir heute für praxisbezogen zu dem Board. Ich wünsche euch, wenn ihr Fragen habt, schreibt. Euer Woody. Bis zum nächsten Mal. See you.